Und da sind wir wieder bei Tomb Raider. Gut, wir haben die Typen umgenietet. Gott sei Dank. War ich ja doch nicht so inkompetent dafür, dass ich bloß ein paar Pfeilchen hatte. Ja, sagen wir mal 30 Stück. Kann man ja ein bisschen was damit anfangen. Gut, hier ist an und für sich nichts mehr. Außer das da ist jetzt bloß die Frage, können wir das wegsprengen? Ich probiere es jetzt mal. Sieht gut aus. Hat uns jetzt aber eigentlich nichts gebracht, wenn ich das jetzt so interpretiere. Okay. Außer, dass hier bald die Bude einstürzt. Gut, dann möchte ich mich hier erstmal ein bisschen umgucken. Da hinten haben wir noch eine Kiste und ein Geocache. Gut, haben wir hier noch irgendwas? Hier oben hätten wir noch was. Das ist jetzt die Frage. Okay, das können wir aber ziehen, können wir das? Okay. Scheinbar müssen wir. Geht das jetzt dann nur mit der Explosion noch ein Stückchen weiter? So, jetzt halt. Das Ding aufbrechen. Ja, jetzt hier weg. Bichel in Deckung gehen. So, und. Sag ich doch. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Jetzt aber raus hier. Eieieiei, geht ja schon wieder gut los. Jetzt haben wir es endgültig geschafft, die Höhle hier zum Einsturz zu bringen. Och nee, nicht schon wieder. Ja, klasse. Oh, jetzt muss ich hier echt durch, oder was? Jetzt aber raus. Scheiße. Da mache ich mit. Hey, nicht anstacheln. Hilfe! Ja. Kommst du da rein? Okay. So. Ah, fuck, du Penner. Alter. Ja, wir haben hier so ein Sackgesicht. Okay, jetzt erstmal hier. Nur weiter so, du Hurensohn. Wenn ich hier rauskomme, rahm ich dir deine Pfeile in den Arsch. Der Käfig ist übertrieben. Gut. Seit der Flucht des Alten wollen sie kein Risiko mehr eingehen. Diese kann ich verstehen. Machen nur Ärger. Wir sollten sie alle zu den Oni schicken. Und was wird jetzt wohl passieren? Die Sonnenkönigin. Sie wird uns endlich von hier wegführen. Glaubst du wirklich? Real? Das heißt, sie ist real? Ja. Hier rüber! Au! Au! Na, kommt's, ihr Pisser. So. Ah, fuck. Ich hab was für dich. Schön für dich. Ausnahmsweise war ich mal schneller als du. Puh. Das war echt krass, Lara. Wie zum Teufel kommst du hier rein? Ganz einfach. Ich hätte ein bisschen Hilfe. Grim? Ja. Und Ruff. Er hat's nicht geschafft. Scheiße. Mann, ich dachte immer, den könnte nichts umbringen. Er hat sich geopfert. Damit ich es hierher schaffen konnte. Ein Rettungshelikopter ist auf dem Weg. Sie halten Sam allein fest. Habt ihr Whitman gesehen? Er kam wohl nicht bis zu den Gästezimmern. Mr. Showbiz lässt es sich wohl gut gehen. Mhm. Wir werden ihn finden. Und Sam auch. Aber von hier oben sind wir machtlos. Irgendwie kriege ich euch da schon raus. Ich bitte drum, ich habe keine Lust mehr hier alleine rumzuf... Wir müssen das Ding lockern. Los, Jungs, nochmal. Okay, bereit? Jetzt! Es ist sinnlos, Reyes.
Ich weiß auf jeden Fall, wo das Problem ist. Lara, hier läuft eine komische Scheiße ab. Ach nee. Wir haben von einem Sonnengeist geredet. Sonnenkönigin. Die alte Herrscherin von Yamatai. Du meinst, das hier ist Yamatai? Ja. Und jetzt? Hier wird's langsam instabil. Der Boden wölbt sich schon. Vergiss es, Lara. Hol uns einfach nur hier raus. Auf der anderen Seite ist noch ein Gegengewicht. Du machst das großartig. Okay. Einsam und wir können alle zusammen hier raus. Und jetzt? Ah, okay. Was jetzt? Das da in die Luft jagen? Da war ich scheinbar ein bisschen zu langsam. So, jetzt hat's. Oh, jetzt halt du die aber fest, Lara. Boah, scheiße. Okay. Das war knapp. Oh, scheiße, wir haben ein Problem. Irgendwo festhalten. Der Käfigboden ist weg. Okay. Da ist überhaupt kein Boden mehr. Wir müssen raus aus diesem Ding. Wow, 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 wow. Oh Mist, das ist übel. Kann man laut sagen. Lara, sei bloß vorsichtig. Ach, ja, ich versuche mein Bestes. Gut. Und jetzt? Und jetzt, und jetzt, und jetzt? Muss ich hier rüber? So, ja, ich bin ja schon dabei. Okay. So, jetzt erstmal hier ein bisschen weiter weg. So. Sehr schön. Puh. Lara, hier drüben scheint ein Ausgang zu sein. Okay, dann geht's. Ich hole noch Sam und Whitman. Ich versuch's. Ah, da. Okay, rauf mit dir. Oh Mann. Wobei den Typen könnten wir auch da gerne da lassen. Diesen arroganten Schnösel. Puh, okay, wenigstens einen Teil geschafft. Wir sind draußen, aber alles stürzt ein. Der Treffpunkt ist auf der anderen Seite der Brücke. Der Hubschrauber ist bald da. Oh Gott. Hier rauf. Ich will Lara, warum tust du dir das an? Okay, aufstemmen, komm. Der scheint zumindest wieder an der Oberfläche zu sein. Und jetzt? Und jetzt? Ja. Scheiße. Sitzen hier in der Falle. Oder? Lara, lass dir was einfallen. Ah, hier durch. Was zum Geier? Okay. Den da. Okay, den hat es so auch schon erledigt. Finde ich ja ein und an und für sich ganz cool, weil wir damit relativ wenig machen müssen. So wie es aussieht.
Wow, 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 wow. Oh, scheiße. Ja, ich gebe mein Bestes, allerdings möchte ich auch gerne wissen, wo ich hinrenne. Wow, wow, wow. Ah, okay, da kommen wir scheinbar nicht lang, aber da hinten. Okay. Dann hier ruf. Und jetzt hier rüber. Ah, okay. Wow, 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 wow. Ja, wenigstens regelt sich die ganze Scheiße von selber. Da brauche ich nicht nur allzu viel machen. Okay. Ihr flüchtet einfach, finde ich cool. So, dann hier lang. Was haben wir denn hier? Hm. Das ist Matthias. Niemand geht. Das habe ich auf Japanisch vor dem Absturz gehört. Das Ritual aus Emikos Grab. Was interessiert Matthias so daran? Das kann ich dir leider nicht sagen, Laura. Okay, einfach mal hinterher. So wie es aussieht. Also wir haben ja echt... Okay. So, das war ein schöner Headshot. Okay, hier weg. So, ist dann oben noch einer? Jawohl, der hat sich selber in die Luft gejagt. War's das jetzt? Sieht nicht danach aus. Ist da noch einer oder nicht? Ah, so wie es aussieht, müssen wir darüber. Wow, scheiße. Hier rauf. Okay. Die Typen haben sich jetzt selber in die Luft gejagt. Alter. Alles verraucht. Was machst du denn hier? Lara, du lebst. Sie ja auch. Ich meine, sind sie okay? Was war los? Sie sehen mich nicht als Bedrohung, deswegen kann ich mich hier fast frei bewegen. Wussten sie, dass die anderen festgehalten werden? Ja, Sam ist da drin. Aber ich kann sie nicht befreien ohne Waffe. Diese Solari sind ein anthropologisches Wunder, Lara. Das sind irre Mörder, Dr. Whitman. Wir müssen unsere Leute da rausholen. Natürlich, klar. Ich passe hier auf. Ruf mich, wenn es sicher ist. Du führst doch hier irgendwas im Schilde, du Arschloch. Hoffentlich darf ich den umnieten. Der hat doch irgendein... Ich glaube, du verstehst nicht. Du wurdest auserwählt, Samantha. Das ist eine große Ehre für dich. Für uns alle. Manche haben schon geglaubt, wir finden dich nie. Und jetzt bist du hier. Bitte. Ich weiß, Sie denken, ich bin was Besonderes. Das bin ich nicht. Und ich will nicht auserwählt sein. Es geht nicht darum, was du willst, sondern darum, was du bist. Emikos Blut fließt durch deine Adern. Ich denke, du weißt das, Samantha. Sie sind irre, Matthias. Warum tun Sie das? Du suchst nach Logik und Vernunft, aber da ist keine. Denselben Fehler habe ich auch begangen. Ich dachte, uns könnten Schiffe erreichen und Flugzeuge nicht vom Himmel fallen. Ich will einfach nach Hause. So wie ich. Seit Jahren habe ich auf das hier gewartet und mein Leben gegeben. Denk nicht, ich hätte nicht versucht, von hier wegzukommen. Von diesem Ort. Wir alle sind gefangen. Aber du, Samantha, du hast die Macht, uns zu befreien.
Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Die Brände werden schlimmer. Das andere Mädchen ist weg. Das muss ein Ende haben. Mhm. Dimitri, bewache sie mit deinem Leben. Sehr schön gemacht. Oh mein Gott, du bist hier. Ich war hier schon kurz vor Durchdrehen. Ist okay. Ist okay. Alles wird gut. Ich glaube nicht, der Typ steht, glaube ich, wieder auf. Wie sollen wir hier nur wieder rauskommen? Wir müssen los, bevor er zurückkommt. Whitman! Whitman! Wo zur Hölle ist der? Der ist weg. Beziehungsweise, der hat uns verraten. Ich wette mit euch drum. Lauf, Lara, lauf! Pack sie! Ich wusste es. Zurück in den Thronsaal! Okay. Ich habe so die Befürchtung, dass wir jetzt dann gleich bald wieder dran sind. Wo rennst du denn hin? Lauf weiter, Sam! Ich komm schon irgendwie raus! Ach, scheiße. Ja, war klar. Erste. Der da. Wow, 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 wow. So. Wenigstens seid ihr so blöd und nietet euch auch selber um. Boah, fuck. Sehr schön. Na, warte, du Penner. So. So. Okay, na komm, hau ihn in die Fresse ein. Jawohl. Alles einsammeln. Ach, fuck. Oh nein! Wow, wow, wow. Jetzt erstmal den Penner. Ah, scheiße. War da nicht irgendwas von Leben, du Sackgesicht? Naja, warte, Moment, wir machen hier, tut mir leid, aber wir machen jetzt hier einen kleinen Cut.